und Taz machten den Anfang. Mittlerweile läuft eine Kampagne der etablierten Presse gegen das Kompakt-Magazin. Anlass sind unsere Recherchen zur kriminellen Antifa-Szene. Gut möglich, dass es auch um Ablenkung geht. Denn mittlerweile gibt es gegen Sachsens Strafverfolgungsbehörden einen schwerwiegenden Verdacht. Mehr dazu erfahren Sie heute bei Kompakt, der Tag am 12. Oktober. Das sind unsere Themen. Antifa-Prozess. Spielten Sachsens Behörden den Tätern private Daten ihrer Opfer zu? Kampagne gegen Kompakt. Spiegel und Taz vereint im Kampf gegen Aufklärung. Angst nach Urteil. Dürfen Ungeimpfte bald nicht mehr in den Supermarkt? Sanktionen. Ungarn und Polen wehren sich gegen Brüssels Drohungen. Das Letzte. Gräbt Elon Musk uns jetzt das Wasser ab? Es war ruhig geworden um den Antifa-Prozess in Dresden. Zur Erinnerung, angeklagt vor dem Oberlandesgericht ist, nach Ansicht der Bundesanwaltschaft, eine kriminelle linksextreme Vereinigung, die über Jahre politisch Andersdenken überfiel und schwer verletzte. Was am jüngsten Verhandlungstag wohl eher zufällig bekannt wurde, könnte die Behörden nun jedoch in Erklärungsnot bringen. Der Hammerweg in Dresden. Seit Prozessbeginn gegen Lina Engel und drei Mitangeklagte ist die Antifa hier Dauergast. Wie hier am ersten Tag des Verfahrens. Die Kulisse wirkt bedrohlich, die Stimmung aggressiv. Der Chemnitzer Anwalt Martin Kuhlmann vertritt einen Nebenkläger. Auch vergangene Woche war er im Gerichtssaal. Bei der Befragung eines Opfers konnte er seinen Ohren wohl kaum trauen. Dass die Verteidigung, sprich die Antifa-Anwälte, im Besitz von dessen Kontaktliste aus dem Telefon waren. Und das kann er nur von der Polizei und sprich vom Gericht bekommen haben. Also das ist dann wohl der Datenschutz nur sehr einseitig gegeben. Noch sind das Vorwürfe, doch der Verdacht liegt auf der Hand. Die Behörden in Sachsen stehen nun vor unangenehmen Fragen. Denn es geht nicht nur um vergangene Überfälle. Noch immer sind Mitglieder der Bande in Freiheit. Weitere Anschläge sind daher nicht ausgeschlossen. Die Daten des Telefons könnten sie nutzen, um neue Opfer zu finden. Für den Richter in Dresden offenbar kein Grund zur Aufregung. Ich habe dann die Frage beanstandet und das kann ja nicht sein, dass er jetzt nach diesen Leuten aus dem Telefon fragt. Vor allem vor der ganzen Antifa, die ja immer den Zuschauerraum füllt. Und da meinte der Richter, ja, nach dieser einen Person, da kann er schon fragen, weil das hat was mit dem Fall zu tun und so, ja. Also da durfte die Frage dann sogar noch stellen. Soll hier ein Skandal gar nicht erst hochkochen? Ein Verdacht, den die Justiz in Sachsen bislang nicht ausräumen konnte. In dem Prozess geht es auch um Kompakt. Konkret darum, dass Kompakt Informationen von der Polizei zugespielt bekommen haben soll. Bei mir im Studio ist Chefredakteur Jürgen Elsässer. Jürgen, wie beurteilst du das Ganze denn? Ja, die Taz kolportiert den Verdacht, dass das LKA Sachsen, und jetzt zitiere ich, ganz direkt Informationen an Kompakt weitergibt. Und Spiegel und Welt haben entsprechend nachgezogen mit ähnlichen Meinungen, Analysen. Meines Erachtens ist der Fall ganz klar, die Antifa hat die Hosen gestrichen voll, weil wir einfach eine super Recherche gemacht haben, speziell über den Leipziger Gewaltsumpf, die sogenannte Hammerbande und ihre mutmaßliche Anführerin Lina Engel. Ja, es geht konkret um diese Ausgabe hier, eine der bestverkauften Ausgaben von Kompakt, Antifa Spezial, kam im April auf den Markt. Die Antifa hat 8 Gerichtsverfahren, Unterlassungserklärungen und dagegen gestartet und hat keinen Stich bisher gesehen. Die Ausgabe ist immer noch am Markt und jetzt versuchen sie eben mithilfe der Linksmedien, Taz, Spiegel, Welt ist kein Linksmedium, aber schwimmt hier auch mit, nochmal gegen Kompakt vorzugehen und uns sozusagen Kooperation beim Geheimnisverrat aus Gerichtsdokumenten vorzuwerfen, ist natürlich alles Blödsinn. Ich glaube, diese Tazisten können sich gar nicht vorstellen, dass journalistische Recherche sauber gemacht werden kann ohne Geheimnisverrat. Ja, weil die den Job nicht können, unterstellen sie uns, dass wir Geheimnisse von der Polizei abgreifen. Eine riesengroße Verschwörungstheorie und natürlich viel Neid. Die Taz schreibt, in mehreren Artikeln und einem ganzen Sonderheft zur Antifa veröffentlicht Kompakt Interna aus dem Verfahren. Benannt werden immer wieder teils volle Namen von Beschuldigten. Interne Polizeifotos werden gezeigt, Vorstrafen ausgebreitet. Oder an anderer Stelle,
Ende April erfolgten Durchsuchungen im Leipziger Stadtteil Konnewitz gegen 5 Beschuldigte. Nur einen Tag später berichtet erneut Kompakt dazu, exklusiv Ermittlungsinterner. Das heißt, wir waren einfach die Schnellsten, wir waren die Besten und es wurmt die Antifa ganz gewaltig und jetzt finden sie geeignete Presseorgane, die in so eine Kampagne gegen Kompakt mit einsteigen wollen. Der Deutsche Journalistenverband hat schon irgendwie, eine, weiß der Teufel, eine Anklage vor dem Deutschen Presserat angekündigt. Also die wollen noch mehr juristische Fronten eröffnen und ich sage, bitteschön, macht es ruhig, ihr werdet euch kaputtlagen und wir werden mit Kompakt und mit dieser schönen Sonderausgabe unsere Recherchen gegen diesen Gewaltsumpf in Leipzig und anderswo weitermachen. Vielen Dank, Jürgen, dafür.